Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Coromon. Die letzte Episode war ja ziemlich heavy, weil wir da so einen Turm oder so eine Hölle erklungen haben und da haben wir ganz viel von den Düften gebraucht, um weiterzukommen, weil einfach so starke Coromon da drinnen waren. Ich muss jetzt ganz kurz schauen, ich habe mir ja das Azie gefangen da und ich möchte jetzt da noch ganz kurz überprüfen, ob ich nicht vielleicht doch eine von den Krabben erwische. So, jetzt möchte ich nicht zum Sicherungsraum, jetzt möchte ich da ganz kurz versuchen, so eine Krabbe zu fangen. Es kann nämlich nicht so schwer sein, dass da irgendwo eine von den Krabben ist und außerdem ist es vielleicht ganz nützlich, das Azie da noch ein bisschen zu trainieren. Aber jetzt bis Butzlet ist halt leider auch ein Elektro-Coromon. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das gescheit ist, wenn ich da jetzt mit dem Azie kämpfe. Aber werden wir gleich sehen. Ah, jetzt hat es nicht getroffen. Ja, es geht schon gut los. Ich bin müde ein bisschen. Ah, das dürfte entweder eine Attacke sein, die ganz selten trifft, weil sie relativ stark ist. Oder ich kann das gar nicht treffen. Ja, ist nicht sehr effektiv, aber es reicht. Wie das schon ein paar Mal abhört, eingesetzt hat. Jetzt probieren wir noch letztes Mal den Blitzschlag. Mhm, nicht sehr effektiv. Also treffen kann es ja wohl. Aber das setzt die ganze Zeit nur abhärten ein, also von dem her. Das haben wir halt schon ganz schön viel AP gekostet jetzt. Wir Salumon. Jetzt weiß ich gar nicht auswendig, ob ich das schon hob. Ah, Blitzschlag geht's hinaus. Ich hoffe, er trifft. Natürlich nicht. Das war's jetzt. Aber da will ich jetzt eine kleine Pause machen, weil ich habe ja noch nichts verloren an Lebenspunkten. Jetzt gar nicht, ob ich das schaue oder ob ich das noch nicht. Ah, da ist Kratzer sehr effektiv, das ist auch gut zu wissen. Ah, ist auch nicht sehr effektiv, okay. Aha, jetzt ist die Genauigkeit auch noch gesunken, ja, da brauche ich einen Blitzschlag gar nicht mehr probieren. So, ich habe jetzt einmal einfach sporadisch so einen Spinner aussehen, weil ich gerade absolut nicht weiß, ob ich das schon habe oder nicht. Yay. Zusammenfassung? Frag er mich immer noch zur Zusammenfassung oder nur, wenn ich ein Neiges fange? Das ist die Frage. Leider keine Ahnung. Mein Pokédex-Eindruck bei Pokémon zum Beispiel sehe ich ja nur, wenn ich ein Coromon nicht kenne. Wenn das ganz neu für mich ist. Aber ohne den Stinkduft, boah, wäre ich schon arm dran gewesen. Wow! One-Hit. Sehr gut, Azie. Oder Azie. Keine Ahnung, wie man dich ausspricht. Nice. Aber wir jetzt trotzdem da noch einen Heal einlegen und dann wir gleich wieder an die Spitze gehen und dann links. Na, rechts aussehen. Links war das Lager. Rechts nach draußen zur Spitze. Ist eigentlich komisch, dass das so extrem bei Pokémon abkupfert haben mit dem Heilen und mit der Anzahl der Coromon, die man mitnehmen kann. Weil so, dann hätte man es ja zum Beispiel so machen können, dass man nur 5 mitnehmen kann. So, Sicherungsraum Direktreise und jetzt da rechts raus.
Das ist, glaube ich, der Weg weiter. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Da will ich jetzt gleich mal quasi selber einen Stinkduft einsetzen. Kombikuchen. Wo geht's noch draußen? Was? Ist das der Scheiß Ernst? Das war einfach nur der Weg nach unten. Da gibt es dann gar nichts mehr. Und dann wird es im Instinktduft komplett verschwendet. Ja, aber wo ist dann der... Ah, da geht's weiter. Bin ja ganz intelligent. Die kristallblaue See. Ich habe schon immer geträumt, über den Horizont zu segeln, anstatt in einem Labor zu arbeiten. Anker lichten, alle Segel in den Wind. Hihihihi. Vielleicht eines Tages. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich jetzt versuche, zurückzugehen, ob ich jetzt mit dem Boot zurückfahren kann und mich dann der eine Typ, der mich aufgehalten hat, ob ich bei dem jetzt vorbei kann. Ich könnte ja theoretisch immer wieder zurück um mich fahren mit dem Boot. Gut, da ist wenigstens das Wetter schön. Mit dem Angel habe ich glaube ich auch noch nicht geredet gehabt. Und jetzt bin ich gespannt, lässt mich er jetzt da vorbei oder ist wieder nichts mit vorbeilassen? Na. Okay, also ich muss mein Abenteuer tatsächlich auf der Donauinsel beenden. Ja. War eigentlich zu erwarten, muss ich ehrlich sagen. Komisch, dass es da immer regnet. Wenn wir da noch einmal schauen gehen. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? 1620, ich will mich noch ein bisschen eindecken. Wenn ich schon im Dorf bin. Da habe ich davon 4 nur mehr. Kaffee 3 Stück. Und ein Stinkduft. So. Na, das zahlt sich bei so einem kleinen Einkauf nicht aus. Das sind Coupon einsetzt. Mein Stinkduft habe ich leider verschwendet. Ich habe mir gedacht, da geht es noch ein bisschen weiter. Ich hätte mir nicht, dann ist ja das mit der Abkürzung komplett umsonst. Na Blödsinn, weil ich kann ja aus der anderen Richtung auch kommen. Okay, dann geht's da nach oben. Da nur die Kisten ansprechen, genau für das. Ah, da habe ich da unten aber die Kisten auslassen. Die da. Die hat nichts hergegeben. Und die hätte ich eigentlich auch anreden können. Ja, es zahlt sich so dick, Spinner. Es zahlt sich so extrem aus, da, dass man da möglichst viel anspricht. Ich hab ein bisschen bammelt, dass da jetzt dann ein viel starkes Karaman auf mich wartet. Ich weiß noch nicht ganz, was Titanen sind, aber das hört sich an wie so legendäre Pokémon. Ja gut, in einem Gebäude drinnen brauche ich eh nichts befürchten. In einem Gebäude darf ich eh keinen Spinner werfen. Was ich richtig schäbig finde.